Die Kölner Sportstätten GmbH wird zusammen mit der Goalgetter GmbH zur neuen Saison des 1. FC Köln im Rhein-Energie-Stadion ein neues, dann bargeldloses Bezahlsystem einführen. Wie die Geschäftsführer der beiden Unternehmen am Freitag auf einer Pressekonferenz mitteilten, erhoffen sich die Betreiber von dem neuen System kürzere Wartezeiten für die Besucher und somit automatisch höhere Umsätze für die Catering-Unternehmen. Ja, wir denken, dass die Prozesse sich beschleunigen und damit auch die Wartezeiten für die Kunden sich verkürzen. Wir werden zukünftig halt Mehrwerte anbieten, wo der Kunde noch schneller und noch besser und einfacher die Karte aufladen kann übers Internet und wollen so einfach dem Kunden einen guten Service anbieten. Besucher sollen also zukünftig an den Imbissbuden im Stadion und bei den fliegenden Händlern auf den Rängen mit JustPay-Karten bezahlen. Aufgeladen werden die Karten bei 50 bis 80 mobilen Verkäufern oder an den stationären Kassen im Stadion. Ähnliche Systeme gibt es bereits in den Arenen in Frankfurt, Gelsenkirchen, München und Hannover. Allerdings, so Sascha Busse, handelt es sich dabei um Insellösungen, die nur für die jeweilige Spielstätte Gültigkeit besitzen. Zukünftig will die Firma das System deutschlandweit vermarkten und in möglichst vielen geeigneten Spielstätten einsetzen, sodass man in mehreren Stadien mit seiner Karte bezahlen kann. Bis es allerdings soweit ist, kann man sein Restguthaben beim Verlassen des Stadions wieder zurückbekommen. Das ist gar kein Problem. Wir können die Karten bis zu 150 Euro aufladen. Und so wie es gewohnt ist, bei der Saisoneröffnung oder beim ersten Heimspiel gegen den FC Bayern, hat er die Möglichkeit, sich seine Karte zu erwärmen. Und er sollte das aufladen, was er meint zu verbrauchen und womit er glücklich wird. Zum ersten Mal in Betrieb geht das System am 29. Juli bei der offiziellen Saisoneröffnung des 1. FC Köln im Rhein-Energie-Stadion. Der erste richtige Härtetest wird dann zwei Tage später das Lukas Podolski-Auslösungsspiel gegen den FC Bayern München. Um einen reibungslosen Übergang der Bezahlsysteme zu gewährleisten, wird es an diesem Tag noch möglich sein, auch ganz normal mit Bargeld zu bezahlen. Im Idealfall kann der FC-Fan bald auch mit seiner Dauerkarte bezahlen und diese dann sogar bequem im Internet mit Geld aufladen. Ob allerdings die Warteschlangen mit dem neuen System wesentlich kürzer werden oder nur von den Imbissbuden zu den B- und Entladestationen der Karten verlagert werden, wird die Zukunft zeigen müssen. Zumindest bekommen bald mehr Leute in der 15-minütigen Halbzeitpause ihre Stadionwurst.